Aber wir stellen fest, vielleicht auch bei Ihnen, die Skisaison wächst, die Bindung ist neu eingestellt, kann jetzt eigentlich losgehen mit der Skisaison. Doch oft ist die Ausrüstung besser vorbereitet als der Körper. Das heißt, die Folge Muskelkater, das geht noch, aber wenn man sauber stürzt und sich Verletzungen holt, dann wird's bitter. Muss alles nicht sein, sagt Christa Kinshofer. Die ehemalige Skirennläuferin hat nämlich ein DVD-Trainingsprogramm herausgebracht, das einen fit macht für den bevorstehenden Winter. Und darüber reden wir. Christa Kinshofer, herzlich willkommen. Okay. Warum ist es denn so wichtig, wirklich vorher sich gründlich vorzubereiten? Ich sage immer, es gibt ja viele Leute, die sagen, ich fahre zum Skifahren und lass erst mal langsam angehen, dann passt es auch. Ja, es ist natürlich wichtig, dass man ein bisschen trainiert ist. Der Skisport ist ja ein athletischer Sport geworden, immer mehr. Fahren auf der Piste, man fährt besser, man fährt schneller. Und Skifahren, sage ich immer, ist Kniefahren. Und die meisten Leute fahren ziemlich aufrecht runter, ja, weil sie gar nicht die Kraft haben, in die Oberschenkel, in die Knie zu gehen. Und wir haben eben zusammen, Marc Lechler und mein Mann, zusammen dieses Video gemacht. Und da sind ein paar Übungen dabei, die einfach die Stabilisierung sind und einfach Kraftausdauer machen. Und 20 Minuten am Tag und sie sind fit für den Skiwinter. Ja. Jetzt muss ich sagen, es dient ja vor allem dem, Verletzungen vorzubeugen. Und mit Verletzungen, muss man auch sagen, kennen Sie sich gut aus in Ihrer Aktivität. Zeit. Deswegen schauen wir mal rein, ein bisschen zurück in die Karriere von Christa Kinshofer, dieses Auf und Ab der Karriere mit doch einigen Verletzungen. Kinsey ist das Stehauf-Mädchen der Skiwelt. 1980 gewinnt sie mit 19 Jahren Silber bei Olympia. Sie wird als Ausnahmetalent gefeiert, bis sie sich verletzt und in ein Formtief rutscht. Aufgeben? Hinschmeißen? Für die junge Sportlerin keine Option. Sie kämpft sich zurück und gewinnt 8 Jahre später, 1988, bei Olympia Silber und Bronze. Nachdem eine schwere Bandscheibenverletzung ihre Sportkarriere beendet, schlägt sie einen neuen beruflichen Weg ein. Als Motivationstrainerin und Autorin. Ihr aktuelles Projekt? Die Kinshofer Skikliniken in München und Heidelberg, die sie zusammen mit ihrem Mann, dem Orthopäden Erich Rembeck, gegründet hat. Das Konzept? Eine rund um die Uhr besetzte Notfallstation für verletzte Wintersportler, die hier eine Behandlung wie im Profisport bekommen sollen. Zur Verletzungsprävention hat Kinshofer zum Start der Wintersaison ihre SkiFit-DVD auf den Markt gebracht. Ein bisschen was haben wir jetzt schon gesehen. Sie haben gelacht bei den Bildern, gell? Ja. Das ist halt eine Zeit lang her. Ja. Ja. Also, wir haben schon ein bisschen was gesehen aus diesem Trainingsprogramm. Welche Körperteile speziell müssen oder sollten idealerweise trainiert werden? Wir haben eben schon gehört, Skifahren ist Kniefahren. Was noch? Ja, die Ausdauer ist natürlich wichtig, dass man ein bisschen Kraftausdauer macht. Dann die Beweglichkeit, die Schnelligkeit, Schnellkraft und die Stabilisierung. Das ist ganz wichtig, weil, wie gesagt, der Carver, man fährt ja relativ schnell, man legt sich rein in die Kurven und das Ganze geht jetzt mehr vom Rumpf aus. Also der Rumpf, der Körper sollte eben gut trainiert sein, um auch Stürze zu vermeiden. Wir haben noch ein paar Ausschnitte aus Ihrem Trainingsprogramm und Sie haben es ja eben gesagt, 20 Minuten am Tag reichen. Jetzt habe ich es gehört, habe ich es aber gesehen, habe ich es nicht. Komm mal darauf zurück, dass Sie gesagt haben, 20 Minuten pro Tag fit für die Skisaison. Gut, 20 Minuten. Wie viele Tage muss ich denn die 20 Minuten machen? Jetzt sehen wir ein paar Bilder davon. Da wird schon mit dem Gummi gearbeitet. Also wie viele Tage, 20 Minuten? Ist das ein 3-Monats-Programm oder reichen da 10 Tage? Nein, es wäre schon gut 4 Wochen vorher. 4 Wochen vorher. Also normal beginnt eine Skigymnastik oder überhaupt. 4 Wochen wäre natürlich optimal. Täglich? Ja. Sagen wir mal 3-mal in der Woche. jetzt kommen wir uns schon ein ich bisschen Ich muss ja immer näher. Mehr fordern, weil es pendelt sich eher aufs Wenigere ein. Ja, ja, ja. Und dann kommt da auch noch etwas vor, dass Sie sagen, es ist auch wichtig, mit Selbstbewusstsein auf die Piste zu gehen. Ja. Wie ist das gemeint? Das meine ich eben dadurch, wenn man trainiert und den Körper im Griff hat, hat man auch ein anderes Gefühl natürlich. Man geht aufrecht, man merkt, man hat den Muskel im Griff. Und wenn man stürzt, ist es natürlich ganz wichtig, dass man anspannt, dass man den Körper, die Muskeln anspannt. Und wenn man den Körper nicht trainiert hat, kann man nicht anspannen. Und somit lassen sich natürlich auch Verletzungen vermeiden. Jetzt hoffen wir mal, dass mit so einer DVD alle Verletzungen tatsächlich vermieden werden. Wenn es dann doch so kommt, dann sagen Sie, bieten Sie eine Kinshofer Skiklinik an mit einem anderen oder einem neuen Konzept. Was ist denn neu an dieser Klinik gegenüber anderen Krankenhäusern und Kliniken? Also die Idee war, die kommt aus dem Profisport. Ich als Leistungssportler hatte damals das Glück, von den besten Medizinern und Therapeuten sofort behandelt zu werden. Und das möchte ich an alle Wintersportler weitergeben. Heißt? Das heißt, zusammen mit meinem Mann, der ja auch
ein Profi ist, sozusagen ein Orthopäde ist und sein Ärzteteam hat, dass wir 7 Tage in der Woche erreichbar sind durch eine Hotline, dass wir MRT- und Röntgenaufnahmen auch am Wochenende machen, dass wir Spezialisten haben in der Klinik, die jedes Gelenk betreuen oder behandeln können und ganz wichtig, der Teil mit der DVD, die Prävention und die Rehabilitation. Das alles in einem Paket und ich sage immer, Skifahren, wenn man stürzt, man liegt in den Bergen, es ist kalt, es hat was mit Emotionen zu tun, man hat Angst, man hat vielleicht einen kleinen Schock, es schmerzt das Knie und du bist ein bisschen hilflos am Berg, weit weg von zu Hause. Und da denke ich halt, ist es wichtig, dass man ja einen Punkt hat, vielleicht kann ich da anrufen bei der Hotline, da kann ich zumindest ein Gespräch führen mit einem Arzt oder eine Zweitmeinung einholen. Und so ist die Idee entstanden. Es gibt Kliniken in Heidelberg und in München und das klingt ein bisschen exklusiv. Ist das dann nur für Privatversicherte oder nein, wie? Nein, auch für gesetzlich Versicherte. Wir sind eine Abteilung in der Artus Klinik München und in Heidelberg. Mhm. Gut, aber ich würde sagen, bevor es in die Klinik geht, raffe ich mich dann am Ende doch auf. Ich versuche es dreimal die Woche, 20 Minuten und dann kann ich wirklich beruhigt auf die Piste gehen. Und das Schöne ist, es geht, also junge, also Kinder machen mit, Senioren machen mit, also es macht wirklich Spaß, da mitzumachen. Und sie merken wirklich nach weniger Zeit schon, dass man, wie gesagt, selbstbewusster ist und einfach auch dann besser auf dem Ski steht. Das ist ja ganz wichtig. Wie viele Tage die Woche machen Sie es? Ich trainiere grundsätzlich 3-mal in der Woche. Super. Genau, und die Übungen muss ich machen, weil, wie gesagt, man muss ja auch Vorbild sein. Weiterhin Gesundheit und alles Gute und danke für den Besuch. Danke Christa auch. Kienzo.